Erzähl mir doch mal, was ist deine neue Heimat jetzt hier? Ja, also wir haben heute ja die Eröffnung unseres Kamera-Acting-Studios und wir bieten also an, dass wir sowohl für Kinder und Jugendliche arbeite ich eben, speziell für die Kamera, eben Schauspielcoaching, auch für Schauspieler, die viel Bühne gemacht haben, viel Theater gespielt haben, nicht so viel drehen, biete ich an, eben sie speziell für die Kamera zu trainieren. Also es ist ja beim Drehen immer ein bisschen was anderes als auf der Bühne, worauf man achten muss. Am Theater ist es egal, ob du das Glas vor dem Satz hebst oder nach dem Satz, aber beim Film ist halt die Wiederholbarkeit, dass man das einfach genau wiederholen kann, immer sehr, sehr wichtig. Es sind Trainingseinheiten, die einfach die Souveränität bei einem Casting, wenn man eben hingeht oder wenn man mal wieder eins hat, einfach dem Schauspieler mehr Sicherheit geben. Und das trainiere ich halt mit den Schauspielern. Des Weiteren bieten wir an, dass wir Showreels erstellen. Also es ist von den Agenturen ja immer erwünscht, dass man, dass das Showreel nicht älter sein soll als ein Jahr. Das ist manchmal für freie Schauspieler sehr schwierig, weil man eben im letzten Jahr irgendwie nur zwei Drehtage hatte und nur von der Seite zu sehen war. Also nicht wirklich ein Material, wo man eben sagt, das möchte man, damit möchte man sich präsentieren. Da biete ich an, dass wir eben drei unterschiedliche Charaktere entwickeln, schreiben die Szenen und dann habe ich ein kleines Filmteam, sodass wir diese Szenen dann eben in diesen verschiedenen Settings unseres Studios, daher auch so diese Varianten hier, einmal an der Bar, einmal seriös als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau oder Sekretärin am Schreibtisch oder eben gemütlich mal am Kamin. Oder hinten haben wir die Esszimmersituation, wo man mal so eine Esstischszene im Dialog von Mann und Frau oder ein Kind mit seiner Mama drehen könnte. Oder eben das Wohnzimmerambiente hinten. Also das sind die verschiedenen Settings, die unser Studio eben schon mal von vornherein bietet. Und ich würde halt diese drei Szenen schreiben, proben, mit einem professionellen Kamerateam drehen. Das wird dann auch von der Firma Framelight geschnitten, mit der ich zusammenarbeite, sodass der Schauspieler direkt sein neues Demoband in die Hand bekommt, oder Showreel sagt man heutzutage ja, und sich wieder zu bewerben bei Schauspielagenturen, bei Castingagenturen etc. Und wenn man sagt, man möchte auch neue Porträtaufnahmen, weil die sind auch schon zwei Jahre alt, fürs Cover haben, dann habe ich eben auch Fotografen bei mir im Team, der halt dann auch die neuen Porträtfotos gleich mitmacht, sodass man halt am Schluss sein fertiges Showreel mit einem neuen Foto und Cover alles bekommen kann. Das ist das, was ich hier so mache.